Willkommen zurück zu Monas Cake Paradise. Nachdem wir jetzt schon Kuchen, Tarts, Torten und Cookies hatten, backen wir diesmal Muffins. Dazu gibt's Musik von Mozart. Ich bin Mona Aska, ich bin Pianistin und meine Freizeit verbringe ich sehr, sehr gerne mit Backen. Als Zutaten für die Muffins brauchen wir Eier, Milch, Butter, Backpulver, Vanillezucker, Natron und eine Prise Salz, Zucker, Mehl und natürlich Blaubeeren. Als erstes heizen wir den Backofen auf 190 Grad Umluft vor. Dann legen wir so Papierförmchen in die Muffinform und legen es erstmal zur Seite. Als ich letzten Herbst für meine neue CD-Aufnahme in die Nähe von Salzburg mit dem Auto gefahren bin, wollte ich gerne im Auto Kuchen essen. Aber dadurch natürlich, dass Kuchen essen und Autofahren jetzt nicht so besonders einfach ist, habe ich Blaubeermuffins von meinem Lieblingsbäcker um die Ecke geholt. Und seitdem verbinde ich irgendwie Blaubeermuffin um mein neues Album. Jetzt fangen wir mit dem Teig an und dafür schmelzen wir erstmal Butter. Dann füllen wir die Butter in eine große Schüssel um und fügen Zucker, Vanillenzucker und Eier dazu. Und übrigens, wenn ihr wie ich eine Eierschale drinnen habt, nehmt einfach eine andere Eierschale, also eine große Eierschale, und damit könnt ihr ganz locker die Schale rausfischen. Aber am besten ohne Schale reinschmeißen. Wenn dann die Eiermasse schön schaumig ist, fügen wir die Milch hinzu und mixen weiter. Und schon kommt alles in die Eier-Butter-Milch-Masse und dann unterrühren wir das Mehl per Hand. Seit meiner Kindheit wollte ich immer wahnsinnig gern backen, aber meine Mutter hat es immer nicht so gern gesehen, weil ich die Küche nicht sauber halten konnte. Und der Deal war, solange ich die Küche nicht sauber hinterlasse, darf ich auch nicht backen. Sie hat sich zwar immer über das Ergebnis gefreut, aber nicht so, wie die Küche aussah. Und immer wenn sie aus dem Haus gegangen ist für ein paar Stunden, habe ich heimlich gebacken. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, damit wirklich nichts übrig bleibt und sie es nicht merkt. Der schöne Nebeneffekt jetzt ist, dass ich weiß, wie man eine Küche richtig sauber hinkriegt. Und zum Schluss kommen die Blaubeeren in den Teig. Ich finde, Blaubeermuffins passen am besten zu dem dritten Satz der Sonate Facile. Daher habe ich mich für dieses Stück entschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Es macht mich immer sehr glücklich, eure Fotos und Kreationen zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen bei Monas Cake Paradise, bei Sweetspot, dem jungen Magazin vom BR Classic.